So, Leute, willkommen zurück bei diesem unglaublich fairen Spiel. So, und ich muss gestehen, ich habe kurz im Internet nachgeguckt, was man machen muss, weil es kann ja nicht sein, dass ich euch jetzt einen ganzen Part länger halt das ganze Zeugs zeige. Und wenn ihr wollt, dass ich das nicht mehr mache, dann müsst ihr es sagen, aber dann macht euch darauf gefasst, dass je nachdem ein Part 10 Jahre geht. Ein Part, ich meine jetzt ein Level. So, also. Nur weil ich weiß, wie man es machen muss, einfach ist es nicht. Also man muss jetzt das Teil hier hinwerfen. Das nehmen. So, hier rüber. Zack, das kaputt machen. Und jetzt ins Ziel latschen. Alter, wie will man da drauf kommen? Okay, egal. Also, zweites Level. Weiß gar nicht, wie viel es gibt. Oh, tot. Auf der Weltmap. So. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Spiel geil. Okay. Oh mein Gott! Wow, wie ich das auch immer geschafft habe hier. Reflexe. Oh mein Gott! Oh, da ist natürlich so ein Teil, was ich nicht sehe. Ah, man kann trotzdem rein. Bringt das was? Oh. Oh Mann. Ich glaube, die ganzen Vasen, die bringen sowieso an sich nichts. Das sind wahrscheinlich nur Troller. Sollte ich Angst vor dem Kind hier haben? Oh mein Gott! Okay. Okay. Einfach mal so eine Trampolin. Oh. Okay. Kann ich das aufheben? Nee. So, ich wette, dass die Teile kaputt gehen, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Ja, war klar. Aber in dem Fall muss ich da wirklich einfach so eine Art Kurve jumpen, dass ich da durchkomme. So. Ah, ich muss nicht mehr jumpen. Ich muss nur an den Rand ran. Ja, das Spiel ist halt nicht nur gemein, sondern richtig fies. Schweizer Insider hier. So, Moment. Puh. Yay, Checkpoint. Oh. Oh Mann. Ey, ich war so dumm, wieso sollte ich da überhaupt rangehen? Ah, da geht man automatisch an, wenn man jumpt. Gut, dann hat sich die Frage eigentlich schon geklärt. In dem Fall kurz gedulden. So. Wichser. Okay, da kann man gleich durch. So. Lol. Der war billig, komm schon. Okay, der jumpt also nicht von alleine, er jumpt wirklich nur, wenn ich auf ihm. Ja, okay. Wenn ich auf ihm drauf landen würde. Ja, muss ich wirklich hier hin. So. Ja, what the fuck. So, erst minus 43. Würde mich mal interessieren, wer hier quasi die wenigsten Tote im ersten Spieldurchlauf hat und wie viele das dann wären. So. So.
Irgendwas muss ja hier kommen. Eigentlich übelst billig jetzt. Das hätte ich sehen kommen sollen. Machen, tun. Ich glaube, man kann den wirklich nicht austricksen in dem Sinn. Oh mein Gott! Oder vielleicht doch. Okay, Moment. So. Spawnt das Vieh einfach wieder neu. Okay, okay, okay. Das Spiel ist eigentlich an sich gar nicht so, dass man wirklich was können muss, sondern man muss sich einfach die Sachen übelst merken und es einfach auswendig lernen. What the fuck? What the fuck? Ich frage mich immer noch, ob's... Ah! Stimmt ja, man kann ja Gegner aufheben. Dann muss ich jetzt von hier nicht mehr immer so warten. What the fuck? Oh, richtig fail. Na, weg mit dir. So. Oh, zu weit gelatscht. Der Scheiß ist ein bisschen der Charakter, der rutscht immer noch so ein klein wenig. Die Airy. Airy. Okay. Boah, der fällt runter. Hab jetzt gedacht, der kehrt wieder um quasi. Boah. Wie auch immer ich das überleben konnte. Oh Mann. Okay, in dem Fall. Boah. Übelst drauf geglitscht irgendwie. Okay, was ist der Unterschied? Oh! Ja! Ist schon klar. Team Rocket hier. In dem Fall kann ich ja den hier eigentlich gleich mal wegschmeißen. So. Ja, super. Und jetzt? Suicide! In dem Fall muss man den gar nicht mitnehmen, sondern nur um hochzugehen, oder wie? So, weg mit dem. Ah, Moment, da muss ich aber hier hin. Ja, und jetzt zack. Ja, geil. Oh Mann. Merken, diesen Block nicht mehr berühren. Voll mit Uhu Patterfix. Okay, Moment. So. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt einfach... Okay. Dachte, ich komme vielleicht noch knapp dran vorbei. In dem Fall... Ah, Moment mal, vielleicht muss ich den grünen hier doch benutzen. Quasi, um eben dieses Stachelding... wegzuschleudern. Quasi den jetzt mitnehmen. Zack. Jetzt hier wieder diesen ganzen Parcours machen. Ja, und genau in die Spalte, ich voll Idiot. Okay, wisst ihr was, ich probiere gleich mal aus. Oh. Ob der grüne Pilz auch auf diese Geister funktioniert, weil dann könnte ich die ja theoretisch so abwehren. Und das wäre einfacher. So. Zack. Okay, bei dem hat es nicht geklappt, aber der war auch nicht richtig drauf. Jetzt hier zum Beispiel. Okay, aber ich muss gar nicht jumpen.
So, und jetzt habe ich es natürlich zu spät gemacht. Okay. Aber ich glaube, theoretisch wird es so funktionieren, dass ich da den grünen hinschmeißen muss. Zack. 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 Na, ah, zu weit. Okay, aber es funktioniert wahrscheinlich so. Okay, in dem Fall. Also ich muss sagen, das zweite Level fand ich jetzt aber an sich eigentlich einfacher. So vom Rausfinden her und alles. Das ist jetzt nicht so die übertriebene Wissenschaft. Super. Na. Und weg. Und nochmal probieren. Zack. Und den mitnehmen wieder und jump. Ich bin gut. Ich glaube, ich muss in dem Fall gar nicht jumpen, um den zu werfen, sondern einfach nur dastehen. Also quasi jetzt hier. Und das war natürlich zu wenig wert. Schade. Ich glaube, ich könnte es auch dort timen, wenn ich es richtig werfe. Aber da könnte ich nicht einfach mit dem... Ich könnte doch einfach mit dem Pilz ins Ziel laufen. Wäre doch irgendwie sinnvoll, oder nicht? Ausprobieren. Na? Und ich mache mir hier so zum Affen, glaube ich, ja nicht. So, Bossgegner, Alter. Den machen wir noch, dann ist der Part zu Ende. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Hey, Girl. Hey, Girl. Sorry, but I won't let you pass. If you want to get past me, you'll have to beat me first. Diese Story. Okay, okay, okay. Oh mein Gott! Yeah! Boah! Ja, richtig am Übertreiben. Okay, aber... Das ist wenigstens wirklich quasi was aufs Können drauf ankommt und nicht mit Verarschungen, so wie es aussieht. Nein! Boah! What the fuck? So, geht doch. Ja, da muss man genau richtig stehen. Okay, ich glaube, ich muss etwa in die Mitte des Bildschirms. Okay, okay. So, etwa hier hin, denke ich mal. Und wieso laufe ich jetzt so zum Weg? Ja, ich voll Idiot. Okay. Aber krieg mal hin. Krieg mal hin. Der erste Teil ist ja schon mal easy. Na, da kommt noch ein dritter. Okay, aber die Mitte ist wirklich gut. Also in der Mitte stehen bleiben. Okay. So. Ja, der letzte, der kommt verzögert, da muss ich mich dann bewegen, okay. Schritt für Schritt geht's voran, Leute. Okay. So. Ah, da mache ich immer einen Fehler. So. Okay.
Okay, geschafft. So, was kommt jetzt? Ja! What the fuck? So. Übrigens, der Kerl hat schicke Nippel. Richtiger Hörner. Oh shit! Boah. Hey man, jetzt kommt. Wie man das schafft, kann man da komplett drüber jumpen? Ich glaube, da muss man fast. Warte mal, Moment. Versuchen wir es einfach wieder mit der Mitte und dann quasi einfach drauf gucken, dass man auf die unteren, dass man denen ausweicht. Okay, wenn man ihn getroffen hat, kann er einem nicht mehr schaden, auch gut zu wissen. Ah, jetzt bin ich falsch gestanden. Komm, aber den Part mache ich jetzt ein bisschen länger. Machen wir noch 3 Versuche. Zack. Oh, man kann halt doch getroffen werden. Da wurde ich von seinen Nippeln erstochen. Gar kein schöner Tod. Die erste Stufe ist ja richtig easy mittlerweile. Ja. Ja, bei der zweiten, da muss ich einfach diese kleinen Sprünge machen. Diese Short Jumps hier. Ja. So. Okay, mit dir stehen bleiben und auch wieder diese Short Jumps versuchen. Ja, und natürlich mal einen hohen. Oh, noch 2 Versuche. Aber ich glaube, das funktioniert so. Man muss quasi sich möglichst nur auf die unteren konzentrieren, quasi auf diejenigen, die gerade fliegen. Und die anderen, die sind automatisch abgewehrt, wenn man an der richtigen Position steht. So. Zack. So, die ersten 2 Stufen habe ich langsam drauf, okay. Boah. Ah, aber fast. Alter, die kommen ja richtig über Team viel. Da muss ich wahrscheinlich direkt vor ihnen stehen, dass ich dann am Schluss am linken Rand bin in dem Sinne. So, letzter Versuch für heute. Okay, den zählen wir jetzt nicht. So. Na, fuck you. Na gut, Leute. Versuchen wir es beim nächsten Mal nochmal. Dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Bis dann.